Heute erzählt uns der ehemalige Student Maximilian Zetzig von seinem Wirtschaftsingenieurwesenstudium in Göppingen und wie es danach beruflich für ihn weiterging. Also mein Name ist Maximilian Zetzig. Ich habe von 2013 bis 2016 Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen, genau am Campus Göppingen, studiert. War danach dann ein halbes Jahr bei Porsche, ein Praktikum gemacht als Assistent vom Produktmanager Porsche Taycan und habe danach dann meinen Weg ans KIT gefunden, wo ich dann auch Wirtschaftsingenieurwesen im Masterstudium entsprechend absolviert habe. Danach bin ich dann zur MAN Truck & Bus nach München gegangen und bin nun Doktorand bei MAN und untersuche dort in meinem Forschungsprojekt, wie sich Technologiesprünge auf den Produktentstehungsprozess eines Nutzfahrzeugs auswirken und wie darauf basierend die Mitarbeiterqualifizierung in den nächsten Jahren abgestimmt werden soll. Inwiefern hat Ihnen das Studium an der Hochschule Esslingen für Ihren Werdegang geholfen? Welche Karrieren stehen einem mit dem Wirtschaftsingenieur-Bachelor offen? Wenn man ein Universitätsstudium wie bei mir eben anschließen möchte, dann ist es eben vielleicht noch ein bisschen wichtiger, inhaltlich die richtigen Module gewählt zu haben, weil die Universität auch sehr kritisch drauf schauen, wer von den Fachhochschulen kommt. Und auch die Noten sollten sehr, sehr gut sein, um auch berücksichtigt werden zu können an der Universität, um diesen Weg zu begehen. Aber aus meiner Sicht kann man wirklich aus dem Bachelorstudium heraus sämtliche Wege verfolgen. Auch was ich jetzt von meinen damaligen Kommilitonen sehe, dort haben auch sehr, sehr viele mittlerweile Führungspositionen aus diesem Bachelorstudium heraus sich erarbeiten können. Und diese haben eben kein Masterstudium draufgesetzt. Dementsprechend ist wirklich alles möglich. Man muss sich eben nur frühzeitig Gedanken machen. Und was ich natürlich empfehlen kann, ist der Weg ans KIT von der Hochschule Esslingen. Kenne ich mittlerweile auch zwei, drei andere Kommilitonen, zwar aus anderen Jahrgängen, aber die haben es auch geschafft. Und keiner hat es bereut und dort nochmal die etwas theoretischere Ausbildung auch noch mitzubekommen. Die Mischung aus praktischer Fachhochschule hin zu theoretischer Universität im Masterstudium ist eine sehr gute Mischung, auch wenn man später in die Wirtschaft gehen will. Sie wussten schon während des Bachelorstudiums, dass Sie danach nicht sofort in den Beruf einsteigen wollen. Welche Möglichkeiten hatten Sie in Göppingen? Genau, auf jeden Fall. Also man kann alles machen. Man kriegt auch sehr gute Unterstützung vor Ort in Göppingen. Also ich hatte, glaube ich, einen direkten Draht zu allen Professoren, gerade zum Professor Dr. Gaukel. Ich glaube, der jetzt auch noch die Mathematikvorlesungen hält. Der hat es dann auch ermöglicht, dass ich dann weitere Mathematikmodule machen konnte, um dann auch den Weg weiter bestreiten zu können. Also die Förderung, die man da auch einfordern kann, gerade in Göppingen, ist sehr, sehr gut. Die Unterstützung, die persönliche. Ja, muss natürlich aktiv auf die Professoren zugehen. Wenn man das macht, dann kriegt man natürlich dann auch die Unterstützung. Gerade Herr Marx ist da auch sehr, sehr gut, jemanden zu unterstützen. Genau, und der Studentenschlüssel ist eigentlich auch sehr gut. Das heißt, es kommen eigentlich relativ wenige Studenten auf einen Professor. Wir waren damals, glaube ich, nur ein bisschen mehr als 70 Studenten und sehr, sehr viele Professoren und weitere Dozenten. Was lernt man in Göppingen, was unbedingt nötig ist für den weiteren Berufsweg? Hat immer wieder Module drin, wo es wirklich nicht nur um das harte theoretische Auswendiglernen ging, sondern eben auch um die praktische Anwendung, wie zum Beispiel Java-Programmierung beim Professor Che. Sowas bringt eigentlich mit am meisten im ganzen Studium, weil alles andere, es hat man immer wieder auswendig gelernt, kurze Klausur geschrieben und dann ging es weiter, aber das war mit Abstand das Relevanteste. Was raten Sie Schülern, die vor der Entscheidung stehen, studieren oder nicht? Für wen ist der Wirtschaftsingenieurwesen-Bachelor geeignet? Studentenwohnheim hat natürlich eine super Atmosphäre, wenn man natürlich alle anderen Mitstudenten auch gut kennt und dann den einen oder anderen gemütlichen Abend auch miteinander verbringt. Und darüber hinaus natürlich auch für das komplette spätere Leben eigentlich von zentraler Bedeutung, dass man so eine Ausbildung eben vor allem praxisorientiert, akademisch genossen hat, weil dadurch auch das komplette spätere Leben natürlich abgesichert ist. Und man das auch später für alles nutzen kann, also nicht in Stein gemeißelt, was man später dann tatsächlich auch beruflich in welchem Fachbereich dann bestreitet, sondern man hat da immer noch alle Möglichkeiten, gerade mit dem Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang, weil da auch wirklich alles drinsteckt, von VWL über BWL über Maschinenbau bis hin zu Elektrotechnik.
Von dem her ist das eigentlich genau der richtige Studiengang, um auch später die größte Wahlmöglichkeit berufstechnisch auch zu haben. Was war das Wichtigste, was Sie an der Hochschule Esslingen gelernt haben? Ja, ich denke, was man in Esslingen auf jeden Fall lernt, ist zu reflektieren und auch an neue Problemstellungen kreativ heranzugehen. Auch das einem bewusst zu werden, dass eben es nicht nur Schema F gibt, um an ein Problem ranzugehen, sondern dass man eben auch Fähigkeiten erlernt, um möglichst alle Probleme, die später in einem Unternehmen dann in der beruflichen Praxis auch auftreten, auch angehen zu können und die kreativ bearbeiten zu können. Ja. Also dieses kreativ an neue Problemstellungen, wo man vielleicht auch noch gar nicht irgendwie Experte dabei ist, heranzugehen, das lernt man sehr gut in Esslingen. Worauf sollten sich Absolventen heute einstellen? Was erwartet sie am Arbeitsmarkt? Wir hatten da im sechsten Semester ein relativ aufwendiges Modul zum Thema Projektmanagement, wo wir das auch wirklich, wir haben da so ein Solarmodul gebaut, mit dem man dann quasi immer automatisiert der Sonne nachfolgen kann, das ganze Jahr über. Und da, also diesen Druck auch zu verspüren, von Woche zu Woche was zu berichten zu müssen und da voranzukommen, das ist eigentlich sehr gut übertragbar auf die spätere berufliche Tätigkeit. Das hat auch sehr, sehr viel neben, ich glaube, dem Modul Informatik 1 vom Herrn Che mit der Programmierung sehr viel gebracht. Genau, da kann ich auch nur appellieren an die Professoren, immer mehr in Richtung praktische Anwendung zu gehen. Natürlich, einen Theorieteil wird man immer brauchen, um noch das Wissen zu vermitteln, aber auf der anderen Seite dieses Praktische immer mehr in den Vordergrund zu stellen, weil das ist wirklich das, wo man sich dann auch später als ehemaliger Student auch sehr gut dran erinnern kann und es viel besser auch in die Praxis transferieren kann. Also die Jobchancen stehen jetzt gerade aktuell in der Pandemie eigentlich sehr schlecht da. Die großen IG Metall-Konzerne haben eigentlich gerade für neue Absolventen einen absoluten Einstiegsstopp tatsächlich. Sehr, sehr schwierig, da auch wirklich unterzukommen, weil eben gerade Berufserfahrene aktuell noch vorgezogen werden. Das sehen wir auch gerade bei der MAN oder was ich auch von Porsche und Bosch und so weiter höre. Es gibt aber zwei Fachbereiche, die davon eher ausgenommen sind und das ist aktuell einmal Vertrieb und auf der anderen Seite alles, was mit IT zu tun hat. Jeder, der ein bisschen programmieren kann, der kann es sich aktuell eigentlich auch raussuchen, inhaltlich, wo er arbeiten will und auch teilweise für welches Gehalt er arbeiten will. Das heißt, mein Tipp an alle aktuellen Studenten, die sich vielleicht gerade noch im Studium befinden, wählt vor allem Vorlesungen im Bereich Informatik, vor allem in praktische Informatik, dass man eben auch nachweisen kann, dass man auch ein bisschen wirklich coden kann, programmieren kann. Das wird alles später beim Berufseinstieg sehr, sehr erleichtern. Vielen Dank, Herr Zetzig. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.